Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Dallas aus dem Hotel Intercontinental in Düsseldorf. Hier waren wir im letzten Jahr zweimal. Hier sind wir gerne. Tolles Ambiente, tolles Haus, schöne Zimmer. Aber ihr wohnt da ja nicht alle, nicht? Auf dem Zimmer hier? Nein. Ich habe die Präsidentensuite. War noch nie ein Präsident drin. Ja, gut. Wie gesagt, wie immer fangen wir eine neue Dallas mal mit Musik an. Und da haben wir einen absoluten Newcomer. Newcomer. Es ist der Vorsitzende des deutschen Manta-Clubs Holger und Freunde mit dem Titel Mein roter Manta. Nennt mich Holger, den Verfolger auf der Autobahn. Ich fahre immer geradeaus, weil ich nicht anhalten kann. Die Straße ist mein Weg und der Weg ist das Ziel. Ich weiß dann nicht wohin, aber ich weiß, was ich will. Ich hab den Spoiler hochgezogen und tiefer gelegt. Du bin ich häufig nachts und draußen durch die Stadt gefegt. Auf meinen Wagen war Verlass und ich hab ihm getraut. Wer zum Teufel hat meinen Manta geklaut? Eben noch stand da mein roter Manta am Straßenrand da und jetzt ist er weg. Ich verliere den Verstand, denn wo er eben verschwand, da vorne am Straßenrand ist jetzt ein leerer Fleck. An der Wand, da war noch gut in Schuss. Nicht ganz so zügig wie ein Porsche, aber schneller als ein Bus. Und dafür hat er Seele, denn Gefühl muss sein. Ein Auto mit Seele, es lässt sich nicht alleine. Er war wie mein Bruder, war mein bester Freund. Wenn der Tank leer war, da haben wir beide geweint. Er war wie mein Zuhause, war mein bestes Stück. Wer bringt mir den Manta zurück? Noch stand da mein roter Manta am Straßenrand da und jetzt ist er weg. Ich verliere den Verstand, denn wo er eben verschwand, da vorne am Straßenrand ist jetzt ein öliger Fleck. Er war wie mein Bruder, war mein bester Freund. Wenn der Tank leer war, da haben wir beide geweint. Er war meine neue Heimat, meine zweite Haut. Wer hat mir den Manta geklaut? Eben noch stand da mein roter Manta am Straßenrand da und jetzt ist er weg. Ich verliere den Verstand, denn wo er eben verschwand, da vorne am Straßenrand ist jetzt ein leerer Fleck. Nee, es war kein grüner Ascona, war ein roter Manta. Nee, da war kein Fuchsschwanz an der Antenne. War eine Bohrmaschine im Kofferraum. Der Tank war noch voll. Setz dich, Holger. Du kannst ruhig Holgi zu mir sagen. Bitte? Ganz ruhig Holgi zu mir sagen, sagen alle bei uns im Club. Also Holgi. Holgi, ja. Also Freund für Freunde Holgi. Ja, wir kennen uns ja gar nicht. Macht nichts. Also, macht nichts. Das ist üblich. Also ich sage immer Holger, aber wenn ich dann einmal gesagt habe, ich bin Holger, dann kann man immer gleich Holgi zu mir sagen. Ja. Außer Uschi. Uschi heißt Usche bei uns im Club. Also das ist andersrum. Mhm. Ihr seid organisiert. Wir haben also den Manta Club also organisiert. Wir arbeiten also in Jenfeld. Wir arbeiten. Das ist die Direktion. Ja, wir arbeiten. Ja. Wir arbeiten also mit der Kirchengemeinde zusammen in Jenfeld. Ist das jetzt ein Witz? Nee, es war. Es war. Heißt das, dass da jeder hinkommen kann? Da kann eigentlich jeder Mitglied werden. Also wir sind da nicht so. Wir haben also auch Humor bei uns. Also da kann also auch, wenn jetzt beispielsweise mal einer ankommt mit seinem also VW-Bus, war schon mal einer da, dass er also gefragt hat, ob er sich, wir haben mal so einen Ausflug gemacht in die Boberger Dünen. Und dann hat der sich dazugestellt und er war ein bisschen rostig. Und Kalli hat dann also zu ihm gesagt, was willst du denn hier mit deiner alten Rostschüssel? Ist also witzig bei uns, da kann man also schon mitmachen. Also,
Ich meine, diese Manta-Witze grassieren ja jetzt noch fürchterlich durch deutsche Landen, haben uns Ostfriesen abgelöst. Die Belgier haben seitdem kaum noch was zu tun und die Österreicher werden auch keine Witze mehr gemacht. Jetzt seid ihr dran. Wie seht ihr das denn selbst? Versteht ihr denn die Manta-Witze selbst? Versteht ihr die oder verbreitet ihr die auch? Ja, die sind witzig, also gut. Die sind aber eigentlich aus den GTI-Witzen entstanden. Früher waren die GTI-Witze, waren zuerst da. Ja. Und die sind aus den Ostfriesen-Witzen entstanden. Ja. Und die Ostfriesen-Witze sind eigentlich aus den Kohl-Witzen entstanden. Ganz zu Anfang. Ja. So, also das nächstes Jahr sind dann wieder die. Ihr seht euch als die Enkel von Kohl also. Das haben wir also nicht so. Also wir sind da ziemlich, also politisch so ist nicht so. Ist nichts. Nicht so viel. Nicht. Also das machen wir lieber so. Ja. Aber ihr wisst doch, dass man mit 18 schon wählen kann. Ja, wir sind ja, also bei uns sind die meisten sind über 18, weil das liegt also auch daran, also das ist also... Wird immer qualmiger hier. Deine Band hat gerade, das sind deine Freunde, nicht? Das sind Freunde aus der Kirchengemeinde. Dann weiß man auch, wie die anderen so aussehen, ja? Das sind mehr die Mechaniker. Wir haben also auch anständige Leute, die also normal aussehen. Sind nicht ja, alle. Aber warum bringst du denn nicht einen von mit? Ja. Das war jetzt so eine Idee, dass wir gesagt haben, die sollen so aussehen, wie sie immer aussehen. Ja. Und das war Kali, Matti und Uli und die haben das eigentlich immer an, wenn sie arbeiten. Da haben wir also gedacht, ja, gleich so. Ne? Also was arbeitet ihr denn eigentlich sonst so neben, dass ihr also den Wagen frisiert und eure Freundin auch frisieren? Ich bin ja also... Stimmt es, dass jeder Mantafahrer eine Friteuse zur Freundin hat? Also meine Freundin ist Hairstylistin. Bitte? Hairstylistin. Ja. Das ist also was anderes. Die hat sich also umschulen lassen, weil die also allergisch war gegen die ganzen Mittel. Und die hat sich dann also umschulen lassen zur Hairstylistin. Also das kann man dann auch, das ist was drüber. Das ist so wie also Realschule oder Abitur oder so. Ne? Das ist einen drüber praktisch. Ja. Ne? So. Ja. Und wie seht ihr euch selbst so? Ja, lustig, ne? Also wir machen also Fahrten, wir machen viel Freizeit, wir organisieren viel mit der Kirche zusammen. Die haben uns einen Clubraum zur Verfügung gestellt. Den Konfirmandensaal? Im ehemaligen. Also das ist jetzt der Freizeitsaal, die Konfirmandenschulung ist jetzt einen Raum weiter. Ja. Aber eigentlich ist das unser Raum, wo wir jetzt also immer sein können. Wir machen da Treffen. Ursprünglich ist der MCJ, also ich bin ja Präsident zwar von Deutschland, aber wir... Also der Hauptort. Lass dir Zeit, ja. Der Hauptort. Du bist überfordert mit der Frage gewesen. Ja, das ist. Das ist also. Der ist also schon in Jenfeld und davon erledigen wir also die ganzen Geschäfte. Jenfeld, ist das nicht da, wo also zum Beispiel eine gewisse Währung der Dollar fällt, der Jenfeld? Ja. Jenfeld ja. Ist bei. Ja. Das ist da, ja. Ja, ist bei Hamburg. Ja, ist bei Hamburg. Ja. Kommt ihr öfter rein so mit euren Autos in die Stadt? Fahrt ihr in die Innenstadt? Macht ihr dann selten ein Torso? Nee, wir machen Manta Corso, haben wir mal gemacht, also im Zuge mit der Kirchengemeinde zusammen. Als die ersten DDR-Bürger nach Jenfeld kamen, da haben wir also Ex-DDR-Bürger, haben wir also ein Manta Corso gebildet und haben denen mal Jenfeld gezeigt, dass sie auch mal was erleben. Also das ist schon, da arbeiten wir, also da ist dann auch die Kirchengemeinde dankbar, dass wir also dabei sind. Und dass wir da so ein bisschen Jugendarbeit mitmachen und... Wie verträgt sich das? Kirchenarbeit mit Motoren? Ja, das kommt drauf an. Also wenn wir zum Beispiel so Flohmärkte machen vor dem Kirchengelände am Sonntag... Die Flöhe. Gebrauchte Manta-Teile. Ach so, ich dachte, es gibt da so Tinkturen. Es gibt auch verschiedene Flohrassen, dass man die austauschen kann oder so. Verstehst du das, was ja, ich sage? Ja. Also das, ja. Ja. Ja, und da geht dann die Hälfte der Einnahmen geht dann immer für was... Für einen wohltätigen Zweck. Genau, ja. Hm. Genau. Also für was Wohltätiges ja. Und dann ist also... Das ist unser Playboy-Bunny Sissi. Guten Abend. Hallo Sissi. Guten Abend, ja. Denn Sissi... stand jüngst in der Quick, sei ein stummer Diener von mir, sie dürfte nichts sagen bei mir in der Sendung. Deswegen rate ich mal, da brauchst du auch nicht, gar nicht fragen, was Sie trinken wollen, zwei Alt, ja? Ich trinke aber nicht das Bleifreie, das Richtige, ne? Ja. Das Richtige Alt. Und wenn du vielleicht so nett bist, Sissi, uns zwei Alt, du brauchst jetzt nicht sagen, einfach nur holen, ja?
Okay, bis gleich. Mal sehen, ob sie apportieren kann. Habt ihr auch solche Frauen in eurem Club, die so rumlaufen? Sie sieht ein bisschen aus wie Evelyn, meine Freundin. Also ein bisschen. Also Evelyn sieht ein bisschen mehr aus wie Cyndi Lauper. Aber also so fast Ähnlichkeit ist irgendwie da, ne? Also Cyndi Lauper? Cyndi Lauper, ja. Oder Sissi? Nee, Cyndi ist... Nee, ja. Sissi. Cyndi... Nee. Ich meine, ihr habt doch irgendwie jetzt im Zuge, es wird ja kein neuer Manta mehr gebaut. Und davon lebt er ja eigentlich ganz gut, nicht? Dass wir arbeiten also an der Neuauflage. Wir schreiben also permanent Briefe, dass das Auto wieder aufgelegt wird, also wie das die klassischen Autofirmen auch alle machen, weil es ist ein Auto mit Seele. Und es ist einfach wichtig, dass das Auto wieder ans Laufen kommt, weil das hat eben was Persönliches. Ein Auto ist ja nicht nur ein Auto, ein Auto ist ja auch ein Stück weit ein Lebensgefühl, ne? Also man macht den ersten Führerschein, man küsst das erste Mal im Auto, das verbindet dann schon, ne? Und sonst läuft aber nichts in den Dingern. Ja, der Mann da. Also bisschen flach, ich meine nicht nur der Mann da. Tiefer gelegt. Ja. Also meiner ist nur ein bisschen tiefer gelegt, hat auch nur einen kleinen Spoiler, ne? Ja. Weil es sind ja nicht alle verspoilt, die Danke, Autos, Sissi. Ne? Bitte schön. Bedank dich mal bei deiner Freundin. Danke. Sissi. Ja. Du fühlst dich ja irgendwie zu Hause, wenn die Ähnlichkeit mit deiner Freundin Evelyn hat. Ja, sie trägt kein Rot. Evelyn trägt kein Rot. Sie trägt immer, also mehr so softe Farben, ne? Ja. Also, so. Tja, schade, dass wir sie jetzt nicht... Hast du ein Foto von dir auch nicht dabei oder so? Nee, leider nicht, nee. Tut uns ja leid. Kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, weil wir haben ja so Vorstellungen, wir normalen Bürger haben so gewisse Vorstellungen von den Manta-Bräuten. Ja, sie ist nicht blond, sie ist brünett. Ja. Sie hat also keine blauen Augen, sondern hat braune Augen. Aber sonst sieht sie genauso aus wie sie. Ähnlich, ja. Ähnlich, also ja. Ähnlich. Und dann also, was so dazugehört, hat sie also auch. Ja. Und also... Ist sie flexibel? Sie ist sehr flexibel, ja. Ja. Sie also geht auch schon mal, wenn ich... Also, sie ist also wirklich ein klasse Mädchen, kann man sagen. Ich kann sie mal grüßen. Da, nehmen Sie... Evelyn, hallo Evelyn. Ja. Ja. Ja, also ich weiß noch, wie das war. Hat sie jetzt was davon, wenn sie zu Hause sitzt und das sieht? Freut sie sich jetzt? Ja, ich hoffe das. Evelyn, freust du dich jetzt? Ja. Ja. Sie wird sich freuen, glaube ich. Also. Tja, normalerweise winken wir ja nicht. Zuschauern, die winken, wir können ja nicht sehen, wenn die zurückwinken. Ja. Holgi, Prost erstmal. Prost. Ja. Toll, dass du da bist und so. Ist die ganze Zeit, jetzt die volle Stunde, sitzt auf der Bühne hier. Weißt du eigentlich, auf was du dich eingelassen hast hier? Ja, ich weiß, ich hoffe das, oder ich weiß es, oder... Ja. Oh, liebe Gäste hier im Publikum begrüßen, zum Beispiel vor einem Jahr war er schon mal bei uns, Herr Dr. Neuroth, kennst du den? Der macht neue Gesichter. Also wenn du zum Beispiel, würde ich dir mal raten, als neuen Ausweis brauchst, ja? Dr. Neuroth war hier und der macht zum Beispiel Operationen, Nasenvergrößerungen und so weiter, ja? Und ich wollte auch demnächst ihm hingehen. Also ich frage ihn vielleicht nach der Sendung mal. Das Auge liften lassen, bitte. Ja. Vielleicht frage ich ihn nach der Sendung mal. Also ich würde ganz gerne aussehen wie Tom Cruise ein bisschen. Ne? Würde ich ganz gerne, ob er das hinkriegt. Also. Tom Cruise, der Schauspieler. Ja, genau, dieser Cruise. Ich weiß nicht, so äußerlich kann er es ja wohl machen, aber es kommt ja natürlich auch auf die Power an. Verstehst du? Ja, das kann ich aber, glaube ich, also das kriegen wir dann hin. Also da mache ich dann so Kurse. Wir machen ja viele Kurse. Gibt es ja so, wo man das lernen kann. Kurskurse. Ja, so Actionkurse, ne? Ja. Also, wo man so Action, so Bewegung und also so. Ja, so, also so freie Gruppen gibt es viel, wo man so viel machen kann. Ne? Ja. Habt ihr eigentlich schon, wohnt ihr noch bei den Eltern oder so? Also ich wohne zurzeit mit einem Freund zusammen. In der WG. Ja, sozusagen. Also wir haben getrennte Fächer im Kühlschrank, ist also keine WG. Das ist alles aufgeteilt. Das muss also alles sein, damit man sich nicht streitet. Weil, also Streit ist nicht gut. Das ist für keine Gemeinschaft gut. Das ist also, wir streiten uns nicht. Wir also entscheiden das vorher. Wir stimmen also alles. Stimmen wir also. Predigt nicht gerade die Kirche, dass man alles teilen soll? Mit dir teile ich mir die letzte Sülze, hat doch schon Adam gesagt. Ja, ich teile mir ja mit ihm schon den Kühlschrank, das reicht ja, ne? Ja. Ja. Okay.
so eine Weg. Nur ihr beiden? Nur zu zweit. Und montags kommen dann die Mädels, weil die frei haben, die Haarstylistin. Ja, die arbeiten ja montags nicht. Die arbeiten montags, ist auch, manchmal müssen die auch montags arbeiten. Also wenn irgendwie so, das ist ja auch alles Gerüchte, ne? Ja. Das ist ja alles, ich habe ja auch kein Goldkettchen zum Beispiel, ne? Ist ja auch Blödsinn. Das nehme ich doch nicht mit ins Fernsehen, das habe ich zu Hause gelassen, ist doch klar. Nun, wo wir bei der WEG sind, Wohngemeinschaft, haben wir jetzt eine Frau, die kennen Sie alle, sie wohnt in einer WEG, habe ich mir sagen lassen, in Wuppertal. Sie ist also Vorsitzende und Mitbegründerin, nicht der Stylistin, sondern der Grauen Panther, Holgi, wenn die da was sagt. Wir begrüßen Trude Unruh. Wir hatten gedacht, wir siezen uns nicht mehr. Trude hat mir in einer Sendung mal das Du angeboten. Trude, du duzt ja eigentlich alle, auch die Leute, die du nicht magst, habe ich mal gehört. Carla heißt du bei mir. Ja? Das hattest du ja zu meinem 66. Geburtstag gesagt. Nun bist du ganz von Sinnen und nun darf ich dich Carla nennen. Naja, nun Carla nicht. Er heißt Holgi, heißt Holger. Holger? Ich meine, wir wollen jetzt nicht in die falsche... Der war ein dröger Typ, ne? Aber der hat Witz, mal. Ja. Du bist für eine WG genau richtig. Wenn nichts mehr läuft, ja, dann machst du dein Gesicht und wir sind alle wieder friedlich. Günni findet das auch. Günni sagt das auch immer. Wer? Günni, mit dem ich zusammen wohne. Ach. Einer muss sich doch immer unterordnen. Trude, du bist doch in einer EWG. EWG, nein, in das einer kommt WG. Später. Ja? Europawahl kommt später. Ah ja. Begründerin, Vorsitzende der Grauen Panther, die sich für Senioren und auch für mich stark machen. Ja, nicht nur für dich, sondern auch noch für etwas Schwächere, aber auch so was Gesundes. Und ab 18 kannst du Mitglied werden. Nämlich, man weiß ja nie, wie es einmal gerade bei Manta-Fahrern ja, zutrifft. Zack, 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 hängst du am Baum und was dann? Ja, da bist du auf einmal auch behindert oder sonst was. Und da bist du froh, dass es so eine Trude und sowas alles gibt. Nämlich, egal ob alt oder jung. Ob du alt wirst mit deinem komischen Manta, das weißt du auch noch nicht. Vielleicht will er das gar nicht. Och, immer wer dich kennengelernt hat, der will alt werden. Mit dir zusammen, Carla. Ja? Nein, nein, sag jetzt bitte nicht andauernd Carla zu mir. Das macht mich erstmal, ich weiß gar nicht, wie ich mich bewegen soll. Hinterher kriege ich noch Post aus der falschen Ecke. Warum ist die? Na, die Ecke ist doch nicht falsch. Ich sag ja auch nicht Alfred zu dir. Warum nicht? Nein, nein, ich kann nicht Alfred oder Carla sagen. Also Trude, wir wollen noch eine kleine Message rüberbringen. Ja. Ach, was heißt das denn? Hat das was mit der Kirche zu tun, oder wie? Nein. Was heißt das auf Deutsch? Das, weißt du was, ist kein Messing-Halsband, sondern Message rüberbringen. Das heißt... Bitte schön. Ah. Trinkt man in euren Kreisen auch Champagner? Ja, aber natürlich. Ja. Vom Körnchen über Champagner. Alles durcheinander. O-Saft, alles. Immer wie man kann. Ja. Und je älter man ist, je mehr kann man ja. Da habe ich ja noch viel vor. Ach, trink doch mal mit mir. Das finde ich, vulgär, einfach schick. Altbier, ja, so machen vulgär. Einfach so. Ne? So ja. Message, oder wie war das? Ja. Nee, der Papst macht das aber anders als du. Hast du mit dem schon mal getrunken? Nein, so. Aber ich hatte ihm fast die Hand gedrückt. Ja, der kennt dich anscheinend nicht. Doch, weil er mich... Mittwochs hat er doch immer so ein Meeting, da kann jeder kommen. Auf dem roten Platz da. Nein, ich gehe grundsätzlich nicht auf rote Plätze. Nein? Nee, nur lass das mal, nicht? Ja. Du wolltest mir ja ganz was anderes erzählen. Du wolltest mir erzählen, was du vom 66. Geburtstag an von mir so alles erlebt hast. Was ich erlebt habe nach deinem 66. Geburtstag. Das wolltest du mir sagen. Was ich die letzten 30 Jahre erlebt habe. Ja, genau. Genau. Ja, war gut. Nee, den haben wir im März gefeiert, den 66. Ja, ich war dabei. Das war sehr schön. Es war sehr schön. Wir haben uns gegenseitig erstmal schön gesoffen. Das war sehr teuer. Ja. Hör mal, ich habe meins selbst bezahlt. Komm. Ja, komm. Jetzt lass es aber. Das war ganz privatim dann. Ja. Aber Alkohol ist ja nicht nur ein Thema bei den Grauen Panthern. Nein, also es ist ein Zweitthema. Wir haben eine wunderschöne Hausbar in der WG. Ja? Ja.
Habt ihr den Kühlschrank wie bei Holgi auch, dass ihr eure Zucker da drin, jeder da einen Namen dran hat oder so? Nee. Tut doch weg. Kann jeder? Also wenn man älter wird, dann spielt der Zucker doch keine Rolle mehr. Dann hat man Da ihn. Sagst du, komm Liebling, egal wer es ist, ne? Komm an meinen Kühlschrank. Ja? Ja, ist der Unterschied. Er sucht sich noch die Kühlschränke aus, ne? Ja, also die, oder Rock. Der Streit ist ja meistens um die Butter und die Wurst, ne? Ja, und wir sind froh, dass wir überhaupt einen gemeinsamen haben. Kühlschrank. Ja, Kühlschrank. Wir haben auch einen gemeinsamen, aber das ist geteilt. Das ein... Ja, ist ja gut, ja. An dem eigentlichen Thema vorbei. Ich möchte mehr wissen, deine Politkarriere, die du hinter dir hast und die du noch vor dir hast. Mit 70 komme ich wieder in den Deutschen Bundestag, ist ja wohl klar. Kann ja jeder, jeden Tag sind Besichtigungen, da kann jeder hin. Ja, ja. Kannst du. Aber nicht als Volksvertreterin. Und was meinst du, wenn 1970, nee, das wäre ja dann 1994, ja. Mit 70 kann man sagen ungefähr, da habe ich ja jetzt nicht gelogen, nicht? Na, da bin ich 70. Ja, und wo wäre das? Wäre das in Bonn oder in Berlin? Also ich habe da überhaupt keine Schwierigkeiten, ja auch als Bundestagsabgeordnete habe ich für Berlin gestimmt. Ist doch selbstverständlich. Ich bin doch groß geworden und da war Berlin, war es nun mal. Hm. Nicht? Und Berlin ist doch zum Osten hin, ja alle dieses Provinzielle, muss ich wohl ja, schon richtig. Sagen. Ja, richtig. Die mit ihren kleinen Eigenheimen hier, weil sie denken, die sind dann 20.000 Mark weniger wert, ja. Nein, die werden ja viel mehr wert, weil ganz andere Institutionen hierher kommen. Ja. Die können denn so? In Bonn einen neuen Kinofilm drehen, spiel mir das Lied vom Tod, alles leer, dann die Häuser. Ja. Also bei dir wird man das auch noch glauben, ne? Ja. Also er wäre ja ein glaubwürdiger Volksvertreter, ne? Könntest du dir Lüchtig vorstellen? Gedruckt. Ja, also, naja, nein. Könntest du dir vorstellen, dass ich in der Politik was verändern könnte? Och, das nehme ich an. Also du bist ja die Stimme des Volkes. Und das, ja, sonst wäre ja nicht die hohe Einschaltquote, hat man mir gesagt, er hätte sie. Ich habe ihn noch nie gesehen, nebenbei bei mir. Und noch nie gehört. Hatte ich nie Zeit zu. Ja, nun, mach doch was. Da, guck mal, was der schon wieder guckt. Ja. Ich muss mich anstrengen, weil es so schnell ist. Ich kann so schlecht. Ja, der denkt nur an die Kirche. Die nee. Kirche hat mit mir überhaupt kein Problem. Ich sage immer, Kirchenmänner, ändert euch. Und ihr römisch-katholischen schon lange. Hast du da schon mal was von gehört? Das ist mir also ziemlich egal. Hauptsache, wir haben den Clubraum und wir arbeiten. Er könnte doch unser Sohn sein, oder wie ist er? Also, Moment mal. Er könnte unser Sohn sein. Wie alt bist du, Holgi? 31. 31 geboren? Nein, so 31. Nein, entschuldige. 31 ist er. Nein, Moment mal. 31? Doch, das wäre, dann hätte ich also mit 19, Anfang 18, also... Und wenn du mich kennengelernt hättest zu der Zeit, konnte ja mal ja, alles aber Moment sein. Mal, wenn er 31 ist... Ja, kannst du doch nicht. Dann hätte ich mit 17 bis 18 ja, angefangen. Ja, das hast du doch sowieso. Aber war bei dir denn noch... Nein, doch, ja, nicht? Schon. Darüber wollen wir doch gar nicht reden. Aber ja? Er könnte unser du Sohn kann, sein. Ja? Wollen wir ihn mal so behandeln? Ja, das tun wir. Er guckt so unschuldig und ja. So. Wie würdest du dich denn, du hast ja selbst Kinder, wirklich verhalten, wenn du so einen als Sohn hättest? Wie, der würde Manta-Club gründen und sieht sich da irgendwie... Also ich habe ja sowas Ähnliches auch, ja? Nur nicht ganz so stur im Ausdruck. Nicht? Aber das ist ja ein blühendes Geschäft. Je sturer man guckt, je mehr kann man sich ja als Kabarettist, Komiker... Oder Rock? Nee, er ist kein Komiker, er ist auch ein ganz normaler Mann aus dem Volke. Hier. Er verkörpert quasi. Das erkennt man am Zeichen. Bitte? Das erkennt man schon an der Mütze. Was? Ja, dass ich normaler Präsident bin. Ah, normal. Ja. Ja, gut, dann bist du ein normaler Präsident und ich bin eine anormale Ex. Präsidentin und was bist du? Du bist der absolut regierende Herrscherfürst. Ja, finde ich toll von dir. Ich möchte einmal Macht haben, dass ich so einmal vorm Bundestag stehen und die alle so. Zusammenscheißen, da hätte ich so Lust. Wie? Das darf man nicht. Dann wird man gerügt. Ich bin ja auch mehrmals gerügt worden. In Rügen? Nicht in Rügen, nicht auf der Insel Rügen, im Deutschen Bundestag. Mein Gott, da habe ich Herrn Kohl angegriffen und habe gesagt... Körperlich? Ach nein, seelisch. Ach so. Seelisch.
Also die Seele vom Kohl, die hängt ja auch dann aus dem Gesicht irgendwo raus und so. Und dann hat er wieder so was Furchtbares gesagt, so mit den lieben Alten und Verdienste und ach Gott, man muss sich verbeugen. Nur bis heute haben die alle keine Mindestrente. Und dann habe ich, es war alles so feierlich und er war vorher vereidigt, es war so schön. Und in diese Stille hinein habe ich dann lediglich salbungsvoll gesagt, so wahr dir Gott helfe. Hast du ihn geduzt? Ach Gott, das floppte mir so raus, ah, weil ja, der so nett zu mir Alten war, nicht? Mhm. Siehst du dich denn als Seniorin schon mit... Ja, hör mal, was soll das denn? Sieh doch zu, dass du mit 66 auch noch so fit bist. Ich denke, das ist wichtig, ne? Dass man zum Gedanke. Alter steht, dass ja, man das Beste draus macht. Ja, du nimmst da auch so Cremchen und so, ne? Gegen Krähenfüße, das ist ganz normal, das nimmt jeder Mann. Wenn die Männer Krähenfüße kriegen, über 40, nehmen sie so eine Anti-Krähenfußcreme. Das ist ganz, ganz normal, das macht jeder Mann, der ein bisschen was auf sich hält und sich pflegt. Nicht, Holgi? Manchmal tut es auch so ein bisschen Spachtelmasse. Zu tief. Ja, manche haben die ja im Gehirn auch, nicht? Die Spachtelmasse. Das hat er jetzt nicht verstanden. Nein, der kommt ja auch aus jenem Eck, nicht? Also Jenfeld heißt das. Ach so. Jenfeld, ja, bei Hamburg. Nee, komm, das behalte ich nicht. Also ja. Hamburg genügt, in der Nähe von Hamburg, ne? Ja. Ja, da ist ja so eine komische Sekte. Gehörst du zu der? Nee, Gottes Willen. Schade. Wir trinken keinen Sekt bei uns. Ja. Wie ist das denn, wenn so zum Beispiel im Bundestag, du bist ja wieder demnächst dann bald wieder... Ja, das kann ja schon in 2 Jahren sein. Das kann schon nächste Woche fast sein. Ihr müsst bloß über den 5%-Klaus rüber, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und da geben wir uns alle Mühe. Wir haben ja 2,8 Millionen bekommen. Wir bauen das jetzt alles zügig auf. Wenn noch einer Interesse hat, der kann sich nachher bei mir melden. Was denn, 2,8 Millionen Mark bekommen? Ja, natürlich. Wofür? Ja, für die Stimmen. Da gibt es doch Geld, es gibt doch Money. Was meinst du, warum die alle so irre? Ich darf das böse Wort ja nicht sagen. Unser Kind sitzt dabei. Ja. Ja? Nicht? Warum die alle so immer da rein wollen? Alle sagen eigentlich nicht, aber alle wollen rein in den Deutschen Bundestag. Da gibt es zwar schwer Geld und sowas alles. Du kannst auch was so ordnen mit so Treuhandgesellschaft. Du glaubst gar nicht, was du da alles so ordnen kannst. Nicht? Ja, das könnten wir zwei prima. Ja, du hast doch genug Verbindungen. Ich weiß nur, wenn ich also in der Politik arbeite, dass man da doch hin und wieder auch Gegner hat von den anderen Parteien. Dass man gehasst wird. Ach das Gott. Möchte ich. Ich möchte von allen geliebt werden, wie Peter Alexander. Ach Gott, so. Ach Gott. Ja. Der hatte